und herzlich willkommen bei den Brettspieltestern. Wir sind nach wie vor in Nürnberg auf der Spielwarenmesse, sind jetzt am Stand von Queen Games angekommen. Und neben mir steht Frank. Hallo Frank. Hallo. Und wir schauen uns jetzt mal das erste neue Spiel von Queen Games an, das heißt nämlich Voll verwackelt. Genau, Voll verwackelt ist unser Kinderspiel von Wolfgang Dirschel und Manfred Reindl. Und worum geht's? Wir sammeln Kokosnüsse. Und zwar auf diesem Wackelfelsen. Warum Wackelfelsen? Man sieht schon, das Ganze ist eine wackelige Angelegenheit. Und wir versuchen, die Kokosnüsse zu sammeln. Wenn man ein Kind dran ist, dann nimmt man die zwei Würfel. Die werden gewürfelt. Und die Augenzahl bestimmt, wie weit ein Tier gehen muss. Und das Tier bestimmt, welches Tier versetzt werden muss. Es gibt immer zwei Tiere von jeder Art. Und ich muss mich jetzt entscheiden, welchen der beiden möchte ich denn versetzen. Und dann müssen die so viele Kokosnussfelder gehen, also unbesetzte, die draußen. Jetzt kann ich mal versuchen, okay, ich würde jetzt diesen Elefanten nehmen und ihn hochheben. Sieht gut aus. 1, 2, 3. Und jetzt muss ich noch abstellen. Hat noch gehalten. Das heißt, das passt. Glück gehabt. Dann nehme ich den Beutel und ziehe ein Kokosnussplättchen raus. Das lege ich dann hier auf meine Wiese. So, die sind noch nicht ganz gesichert. Das sind noch nicht, also am Ende gibt es für Kokosnüsse Punkte. Wenn ich jetzt das nächste Mal dran bin, muss ich entscheiden, würfel ich nochmal und versetze wieder ein Tier oder sichere ich meine Kokosnüsse in meinem Garten, dann sind sie auf jeden Fall sicher. Weil wenn ich nochmal würfel und dann fällt es dann leider runter, dann gehen, wann dann diese Kokosnüsse alle hier sind, hier runter in dieses Raster. Wenn das hier voll ist mit 4 Kokosnussplättchen, dann würden die nächsten direkt ins Wasser fallen, zu Clara, dem Krokodil. Und das würde bedeuten, dass sie verloren sind. Mhm. Und wir spielen so lange, bis alle Kokosnussplättchen weg sind. Mhm. Und dann gucken wir, wer hier die meisten, also man zählt hier die Kokosnüsse zusammen und jedes Kind dreht noch eins dieser Plättchen rum, was dann eine Farbe hat. Und dann nehme ich mir die entsprechende Schablone. Und jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie viele Kokosnüsse hiervon behalte ich? Weil die Schablone muss ich dann anlegen. Ah, okay. Und daran, so anlegen. Und daran sieht man, wie viele Kokosnüsse dann vom Wasser weggespült sind und wie viele nicht. Und die addiere ich dann noch auf meine gesicherten Kokosnüsse drauf. Okay. Das Spiel hat noch, man sieht, man gibt hier noch so eine extra Platte. Mhm. Die hat hier so ausgefüllte Sterne, das ist die Schwierigkeit. Das heißt, auf der anderen Seite sind es dann 2, hier sind es 3 und 4. Und je mehr Sterne es hat, desto schwieriger wird es, weil der Weg dann mehr am Rand entlang läuft. Okay. Das ist natürlich, je instabiler wird das Ganze. Das heißt, man hat quasi noch gleich eine Varianz mit drin, man kann die Platte auch noch auswechseln dann. Genau. Oder je nachdem, wie groß die Kinderhände sind, kann man dann auch die kleinere Palme nehmen, dass man einfacher drüber greifen kann. Zu den Rahmendaten, ich spicke einmal darüber, 2 bis 4 Spiele ab 6 Jahre und 25 Minuten Spielzeit. Genau. Und ist jetzt auch soweit fertig und wird jetzt Ende Februar dann zu uns kommen und dann auch ausgeliefert. Okay. Wunderbar. Das war dann das erste Spiel, Voll verwackelt. Und dann schauen wir gleich nochmal zum zweiten Spiel. Bis gleich. Ja.